eine kleine Hütte stellen. Als Wohnung. Boah, es ist so lachhaft, ey. Er will nicht mehr sprinten, mein scheiß Minecraft-Charakter. Mitten auf. Alter, ich habe soeben kein Essen mehr. Ich brauch jetzt ganz schnell ein bisschen Beef. Ich verliere Herzen. Ich verliere Herzen. Du kannst bloß bis zur Hälfte Herzen verlieren. Deshalb habe ich auf Easy gestellt. Ich bin am Sterben! Nö! Ich bin gerade zwei Felder hochgesprungen wegen meinem Hunger. Ja, du hörst dann aber, wenn du bloß um die Hälfte aller Herzen hast, hörst du dann auf zu hungern. Das beruhigt mich jetzt. Hast du ein bisschen Kohle oder muss ich die Scheiße jetzt roh verzehren? Nee, aber du könntest ja Holz reinlegen. In den Furnace. Gibt's hier auch sowas wie eine Tür? Nö. Das muss ich halt. Ach übrigens, ich hab kein Holz mehr. Kann ich mir einen Schneeball grillen? Nee, nein, lohnt sich nicht. Ich tu Schwein rein. 4 Stück hat jeder von uns. Ja, ich seh's. Dann tue ich auch noch meine 4 dazu. Also hat jeder 4. Und ich hab noch ein rohes Hühnchen. Nimmt sich jeder 4 und dann. Nein, warte, Moment, was mache ich denn? Yay! 3 Keulen zurück. Erstmal phrasen. Erstmal phrasen. Nein. Friss. Okay, ich bin fast wieder voll. Ich bin gleich ganz voll. Wie immer. Ey! Das hatte ich schon, du hast mir einfach weggesnackt, ey. Tja. Wie frech. Ach komm, soll ich gleich mal ein rohes Hühnchen fressen? Ey! Nix ist mein Lieber. So, die nächsten 2 sind für dich. Aber wieso? Ich bin jetzt voll. Es zieht eine Wolke durch unser Haus. Wer will denn noch fressen eigentlich? Guck mal, wie lange ich schon fresse. Bei mir machst du gar nichts. Bei mir backt dein Skin immer noch rum. Ich lock mich mal neu ein. So, es sieht keiner. Wenn ich fresse, dann ist er das nicht. Ne? Hä? Jetzt habe ich das gefressen, aber ich habe keinen Hunger dazu bekommen. Also ich habe kein nichts dazu. Muss ich mal neu einloggen, der backt manchmal ein bisschen rum. Ja, kann ich machen kurz. Das ist aufgrund von super toll Telekom Baumbusch Connection. Ja. Ich habe auch Telekom. Teile mit mir dein Leid. Boah, Alter, jetzt ich bin wieder im Nix gespawnt in der Erde und kann mich nicht bewegen. Du bist wieder da, du wirst dann gleich irgendwann mal. Jetzt. Das ist durch die wundervolle Verbindungsgeschwindigkeit in unseren Gebieten. Hier ist ein Hühnchen. Und da unten sind Schweine. Ich gehe uns kurz noch ein bisschen, Ja. Also ich würde dann sagen, wir fangen nachdem ich wieder hergeportet werde. Am besten, wir machen es so am nächsten Tag. Hä, WTF? Ich bin in so einer Teleporterfalle gefangen. WTF. Kommst gleich, sollte gleich wieder gehen. Also ich würd sagen, wenn wir dann die erste Nacht durch haben, dann würde ich gleich Sand sammeln für unsere Glasbrücke. Naja, kein Ding. Und dann, weil wir müssen ja, weil der andere Berg ein bisschen tiefer liegt, müssen wir vom anderen aus das bauen. Weißt du, was mir gerade so einfällt? Ich habe noch gar nicht über meine Schule erzählt, so als Thema jetzt. Ja, solltest du auch mal machen. Ja, soll ich mal machen? Ganz kurz, Moment. LOL, schneit's? Ja. Es schneit, kommt alle aus dem Haus. Die Welt, sie sieht so verkokst aus. Es schneit, ist gut, das ist müsst gut, ihr ist einfach gut. Sehen. Ich habe seit einigen Jahren, weil wir mussten das jedes Jahr 50.000 Mal in der Schule singen. Jetzt habe ich genug von diesem Lied. Wunderbar. Ich baue mal uns eine Kiste zum Lagern. Ja, auch kein Ding. Ich muss ganz kurz so ein bisschen live generaten. Au! Ey! Nee, warte, ich bin kein Türke! Du auf, darfst mich reinlassen. Nee, ich baue dir mal von außen eine Treppe rein. Weil, weißt du, das ist wie im Asylantenheim, Ausländer raus, ey. Nee, das ist bloß, weil, sonst bricht unser Huhn aus. Ach, sonst bricht das Huhn aus. Es erbricht nicht, es bricht aus, ne? Hab ich doch gesagt, es bricht aus. So, mein Huhn, nur ich und du, wir beide, ganz allein. Okay, jetzt genug Grün. Ja. So. Was glaubst du, warum ich so krasse Muskeln hab, ja? Das kommt vom tüchtigen Training jeden Tag. Naja. Kopfkino. Ich will es mir nicht genauer vorstellen, Olli. Ja, kann ich mir vorstellen.
So, ich mache uns dann ganz kurz ein paar Steinspitzhacken. Indem ich erstmal gekonnt auf den falschen Ofen schlage. Ja. Wo sind meine... Ich habe keine Stickies. Doch, habe ich doch noch. Okay, deine Haare sind in deiner Brust und ich kann durch deinen Rücken gucken. Na, was glaubst du? Ich habe so schöne Brusthaare. Die müssen einfach mal sein. Und dann... So, brauchst du noch eine Steinspitzhacke? Nö. Obwohl, doch. Könnte ich gebrauchen. Gut, dann einmal hier. Achso, dein Gesicht ist in dir drin, ne? Ja, wunderbar. Dann bin ich Slenderman. So, was brauchen wir noch? Da brauchen wir noch auf jeden Fall eine Steinaxt. Unser Huhn ist in einer Grube gefangen. Das arme Huhn. Huhn. Dann habe ich Kim jetzt hier Jong noch Hun. Eine Schaufel. Kim Jong-Hoon, auf jeden Fall. Was Kong macht eigentlich das Hühnchen da drüben in Korea? In Korea. Ja. Der hat übrigens sonst welche Krankheiten, ne? Ich glaube, der ist ja. Alt. Der leidet an fetten Diabetes, so sieht's aus. Tot. Wer weiß, was wir jetzt auch mal craften müssen, wenn wir Holz hätten? Ich hab noch Holz, okay. Wir müssen jetzt nämlich mal eine Truhe craften. Ich mach gerade eine. Ja, ich auch. Machen wir gleich so eine fette Truhe. Ich hab gleich zwei solche, also zwei einzelne Truhen, dass wir eine fette machen auch. Können. Baut jeder zwei so eine Truhe hin, dann haben wir jeder eine private Kiste. Ach, als ob nicht. Scheiß auf privat, das ist ja Season, mein Lieber. Stimmt. Ich craft mir mal noch ein Schwert, vielleicht. Willst du meins haben? Ich hab noch genügend Holz. Nee, ich mach mir selber eins. Ah, pass auf, das da kann da rein. Und dann packe ich mir alle meine Schaufeln da hin, weil dann kann ich nämlich... Das kann da rein, das kann da auch rein. So, was ist kann das? Ich mit Schneebällen Bruchstein. Oh, nee. Aber Mann, jetzt eine Schneeballschlacht. Alles klar, ich bin am Start. Nee, soll ich dir zeigen, wie viel ich habe? Pass mal auf. Tschüss. Oh mein Gott. Nein, ich habe unser Huhn getroffen mit dem Schneeball. Es ist Gewitter. Huhn, nicht wegsterben! Wen soll ich denn sonst vergewaltigen? Huhn. Max, mein Lieber. Ah, ich komme dauernd so vom Konzept weg. Ich muss ja mal über die Schule reden. Also passt auf, Leute. Wir haben einige geile Lehrer. Das, die größte Verbesserung ist, wir haben nicht mehr das Hörnchen im Sport. Den traurigen Vollzeitversager, der mit 48 noch bei der Mutter wohnt. Und das Schlimme ist eigentlich der ganze Rest. Spaß. Wir haben noch einen geilen Mathelehrer. Und... Oh. Das war's eigentlich. Der Rest, wir haben eine endgestörte Deutschlehrerin, über die ich jetzt eigentlich mal was erzählen muss. Pass auf. Ich muss mal kurz, wo du gerade Deutschlehrerin sagst, ne? Wir haben eine Deutschlehrerin, die schielt so, ne? Hm. Aber so richtig, ne? Die nennt ihr dann auch immer Frosch, oder? Der sogenannte Scannerblick. Und kennst du Opossum Heidi? Ja, natürlich! Ich blende mal ein Bild dafür ein, wer das noch nicht kennt. Das ist mein Deutschlachen. Und Kunstlachen. Oh, ich sehe da unten einen Creeper, eine Spinne und ein Schwein. So, erzähl du weiter. Die Sonne geht irgendwo auf, habe ich gehört. Ja, ich habe irgendwie nicht das Gefühl. Ich hol mal Sand. Ich bin da mal unten. Ja, ich komme mit. Wir müssen uns mal irgendwie diesen Berg markieren, oder weißt du, wo es denn war? Machen wir es so, wollen wir uns einen riesigen Kackturm nach oben bauen oder irgendwie sowas mit Signalfeuer? Pass auf, dann mache ich so, ich baue jetzt noch unser Haus ein bisschen weiter aus, so einen Keller und sowas. Oder wir notieren uns einfach die Koordinaten. Nee, also ich, pass auf, ich baue jetzt erstmal unseren... Du baust ein bisschen Haus und ich kümmere mich um den Sand. Ja, ich baue Haus, Alter, ey. Ich geh Schulhof, ey. Übrigens, gutes Buch können wir beide echt empfehlen, oder? Ja. Auch sehr gutes Buch, Bin ich Freak, oder was? Ja, Bin ich Freak, ey, die Fortsetzung davon. Ja. Ey, voll geil, im Winter kommt jetzt ein neues Fitzek-Buch raus. Ich bin ja übelster Fitzek-Fan, also wer mir mal eine Freude machen will, ja, schickt mir mal ein Fitzek-Buch. Wir haben doch gar kein Postfach. Psst, es kommt schon noch. Wenn du es bezahlst. Ja, hast auch wieder recht, aber nicht zu faul. Und hab kein Geld. War Creeper. Boom. Ich schaffe es immer, nichts abzubekommen, wenn mich ein Creeper. Ich sollte ja weiterreden. Also passt auf, die Story, ja? Über meine Deutschlehrerin. Ja. Wir haben meine Para hat eine Deutschklassenarbeit geschrieben. Es gab 5 Einsen, 7 Zweien, 6 Dreien und 9 Vieren. Und jetzt kommt's, ja? Ist von 10 Jungs. Hat 9 Jungs eine 4 und einer eine 2 minus.
Ja, unsere Deutschlehrerin gibt 2 Minuten. Ey, das Huhn ist hier unten. Ja, hier, wir hatten in der 5. Klasse eine Deutschlehrerin, da gab es mindestens 15 Vieren bei 26 Leuten in der Klasse, 10 Dreien und eine 1 oder 2. Hattest du die meistens oder eher eine 3? Nee, ich habe meistens eine 4 gehabt. Ach so. Alles sehr gut. Ich habe aber zum Glück bloß einmal mitgeschrieben. Beim zweiten Mal war ich krank und dann haben die es nicht geschafft, mich nachschreiben zu lassen, weil die Lehrerin war dann glücklicherweise schwanger und ne? Ja, besser geht's wohl nicht, wa? Und Boah, Mann, ist ich noch brauch. nicht wieder zurück und das freut mich. So, ich bin Besonders jetzt weil hier sie in ist auch unserer. Ja? Lateinlehrerin, ne? Und ich habe so die Befürchtung, wenn sie wiederkommt, dass ich die da kriegen könnte. Oh. Nein. Ey, na, ich finde Latein so viel schwerer als Französisch. So, ich vergewaltige gerade wieder unser Huhn. Das wird traumatisiert, das Huhn, ich schwör's dir. Das Ja. wird diesen Aufenthalt hier nie vergessen. Ja. Ich möchte mal wissen, wie das dann mit deinen Kindern wird. Ob das dann Das ein. wird lustig, das wird lustig. Ja, ob das dann ein Huhnmensch oder ein Menschhuhn wird? Ach, keine Ahnung, ich werde mal sehen. Je nachdem, wie ich Bock drauf hab. Naja. Ah ja, kannst mal sehen. So, ich grabe mich jetzt gerade immer tiefer in den Berg Also, ich rein. glaube, in Minecraft bist du sowas wie ein Outlast. Diese, ne, weißt du, wie sie hießen. Wie hat man die genannt? Pimmelmänner? Genau. What? Ja. Ich bin doch kein Pimmelmann, ich renne doch nicht nackig durch Minecraft rum. Aber du vergewaltigst Hühner. Ach, als ob die Hühner vergewaltigt haben. Ja, aber es ist ähnlich. Die wollten uns doch immer auch irgendwie. Aufessen. Ja, die wollten uns aufessen. So, ich habe jetzt ja angefangen, einfach nur so ein bisschen den Berg rumzuholzen. Ja, ist gut so. Ich besorge mir Sand, damit wir möglichst viel Glas machen können. Naja, ich baue gerade einfach so ein bisschen den Berg rum. Also, falls du es wissen willst, ja, ich fahre gerade so ein bisschen. Oh, jetzt bin ich bei Erde angelangt. Was sind das hier für ein Zeug? Ist das. Okay, jetzt bin ich außerhalb vom Berg. Lass mal gucken, wo bin ich denn jetzt? Knapp unterm Haus. Was will dieses scheiß Huhn eigentlich immer hinter mir? Was will wohl vergewaltigt werden, oder was? Ja. Muss es so lange So, vergewaltigen, Huhn, bis nur es wir nichts. beide. Ganz ruhig. Oh Ah, Gott, welche Geräusche machst du? ja. Oh, Was ja. denken deine Eltern, wenn die das hören? Wir denken, ich werde schwanger. Ah, ich habe eine Spinne neben mir. Ach so. Okay. Na, das ist gut. Kann ja sein, ich habe auch schon Freunde gehabt, da haben die Eltern das falsch verstanden. Als ob die sich gerade selbst eingefingert haben, oder was? Ja. Gibt ganz lustige Geschichten. Ja, kann ich mir vorstellen. Es gibt sehr viele Eltern. Ich kenne zum Beispiel einen, bei dem kommen die Eltern alle 5 Minuten wirklich reingerannt. Ich war mal Zeit mitgestoppt. Die sind in 10 Minuten zweimal reingekommen. Boah, Fresse, du Nee, Spinne, ey. ich hab mit meinen Eltern so gemacht, dass die immer erst klopfen, wenn bevor Ja, sie macht mein reinkommen. Vater auch. Der ist ja echt höflich. Meine Mama checkt das aber nicht so ganz. Boah, alter Max, wir müssen mal ganz kurz ein bisschen Kohle abbauen, wa? Ich komme jetzt Ja. mal ganz kurz raus aus dem Haus. Ja, mach wie du willst. Ich bin Sand. Ich habe keine Spitzhacke, deshalb. Ja, dann komme ich auch gleich mal wegen Sand. Ich bin immer noch so verwöhnt vom alten Minecraft Let's Play. Übrigens, wenn ihr Ziele für uns habt oder Ideen, ne, immer mal. Schreibt's in die Comments. Wir lesen's. Also vor allem Max liest das gerne, ne? Also ich nicht so, aber der Max mag das. Ja. So, ich habe eine Steinschaufel. Das heißt, wo bist du in etwa? Gib mal Richtung an, wo du gelaufen bist. Keine Ahnung. Ich bin irgendwo. Baum. Wir sollten uns vielleicht mal eine Minimap installieren, wo wir uns gegenseitig Nee. sehen. Das Das ist wäre viel kein zu. Cheaten. Nee, aber habe ich eh keinen Bock drauf. Echt, bin ich zu faul. Ich habe schon mehrere Stacks Sand. Um genau zu sein, 3 Stück. No. Aber das wird wahrscheinlich noch nicht reichen, um diese Brücke da zu bauen. Ach, als ob das reichen wird. Wie breit willst du die machen? 2 oder 3? Vier. Oh, er hat sich in der Nacht einen Creeper in die Luft gesprengt. Ja, Er da hat war ich. wahrscheinlich einen Brief von seiner Geliebten bekommen, die ihn absagt. Da bin Aber ich. was ist. Da bin ich vorbeigelaufen, wo das Sprengungsloch ist. Wieso Da bin lebt der Kack-Zombie noch? Der chillt hier sein Leben im Pool drinne. Na, weil da. Hier ist Eisen bei mir, aber ich kann es nicht abbauen, weil ich keine Spitzhacke habe. Na, scheiße.
Ich baue jetzt auch kurz ein bisschen Sand ab. Ich baue so lange ab, bis meine Schaufeln kaputt sind. Boah, halt die Fresse, du Zombie. Ja. Da nee, Wasser, danke schön.